Hallo liebe MyDartPal-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video, was sehr lehrreich für euch sein kann, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Heute möchten wir mal ganz gerne auf die Dart-Fingerhaltung eingehen. Und zwar schauen wir uns heute mal an, welche Dart-Fingerhaltung gibt es. Allerdings jetzt schon mal darauf achten, ich rede jetzt erstmal nur, wie viele Finger sich am Barrel befinden. Es gibt ja verschiedene Varianten. Es gibt die Zwei-Finger-Variante, es gibt die Drei-Finger-Variante, es gibt die Vier-Finger-Variante und die Fünf-Finger-Variante, auch als Handvariante genannt. Auf die wollen wir heute gerade besonders mal eingehen, einfach mal kurz erklären, was sie sind, wer sie nutzt, was sind die Vor- und Nachteile dabei, was muss ich selber als Dartspieler tun, um herauszufinden, was ist die passende Fingerhaltung für mich. Und dann werden wir nochmal in einem extra Video nochmal drauf eingehen, auf die Fingerhaltung am Barrel selbst, also gerade von der Position, greife ich eher weiter vorne, weiter in der Mitte oder weiter hinten. Das wollen wir ganz bewusst trennen. Und deswegen starten wir jetzt direkt mal mit der Dart-Fingerhaltung, und zwar mit der Zwei-Finger-Variante. So, wie ihr ja vielleicht eben schon im Bild gesehen habt, der Altmeister Phil Taylor hat die sogenannte Zwei-Finger-Variante gespielt. Die Zwei-Finger-Variante ist, sage ich mal, so ein bisschen der Ursprung beim Darts, wie die ersten Dartspieler auch wirklich angefangen haben zu spielen, eigentlich mit zwei Fingern. Phil Taylor hat das in Perfektion umgesetzt. Ich meine, der hat so viele Weltmeistertitel gewonnen, wie manche andere nur von träumen können. Ich meine, wer 16 Mal Weltmeister wird, der hat tatsächlich sich seinen Respekt verdient und er hat einfach gezeigt, wie gut die Zwei-Finger-Variante funktioniert. So, die Zwei-Finger-Variante ist relativ klar. Wie der Name schon sagt, man greift die nur mit zwei Fingern, nämlich in dem Fall mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger. Man hält den Dartpfeil an, kann an verschiedenen Punkten angreifen. Der Vorteil bei dieser Variante ist der, dass man halt einfach so wenig Finger wie möglich am Dartbarrel hat und dadurch auch so wenig Fehlerquellen wie möglich. Also man kann dadurch, wenn man das sehr konstant umsetzen kann, kann man wirklich sehr, sehr gezielt werfen und bietet da auf jeden Fall ein hohes Potenzial. Es ist allerdings eine Fingerhaltung, mit dem sich nicht alle so wohl fühlen, weil viele halt ein bisschen mehr Kontrolle am Barrel brauchen. Die sind einfach zwei Finger zu wenig. Deswegen für euch, passt drauf auf, wendet das so ein bisschen auf euch an, versucht es gerne mal, probiert es aus. Wer sich das zum Beispiel zutraut, der soll das gerne mal probieren. Ist eher eine Fingerhaltung, wo ich sage, eher für Fortgeschrittenere, gerade für Anfänger, da glaube ich nicht, dass man da recht schnell Erfolge erzielen kann, weil man halt einfach noch zu viele Fehler in seinem generellen Bewegungsablauf hat. Aber die Dart-Fingerhaltung, das habe ich vielleicht eben noch vergessen zu sagen, ist auf jeden Fall halt auch ein großer Bestandteil von eurem Erfolg am Oki. Die Dart-Fingerhaltung ist mindestens genauso mal wichtig wie jetzt zum Beispiel auch der Stand am Oki oder die Rückziehbewegung. Genau. Deswegen das zur Zwei-Dart-Finger-Variante. Jetzt gehen wir zur Drei-Finger-Variante über. So wie eben auch im Bild habt ihr jetzt auch mal gesehen, wie die Drei-Dart-Fingerhaltung ist. Die sieht tatsächlich so aus. Man hat drei Finger am Dart-Barrel, also sozusagen der Zeigefinger kommt noch mit dazu, versucht einfach noch ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Und da fühlen sich, glaube ich, jetzt auch die meisten Dartspieler von euch da draußen angesprochen, nämlich die Drei-Finger-Variante ist tatsächlich die beliebteste. Viele fühlen sich damit am wohlsten, ich persönlich auch, ich spiele damit auch sehr gerne. Und da könnt ihr zum Beispiel auch witzigerweise einfach mal einen Test mit euch selbst machen. Und zwar nehmt ihr einfach mal einen Kuli und legt den einfach mal auf den Tisch und versucht ihn mal so zu nehmen, wie ihr ihn normalerweise nehmen würdet. Ja, also ganz instinktiv eigentlich greift ihr den Kuli und schreibt mal ein paar Worte. Und die meisten von euch, die werden den Kuli wahrscheinlich auch so ein bisschen angreifen. Also zumindest habe ich den immer mit drei Fingern im Griff. Und so ist das dann tatsächlich auch so ein bisschen beim Dart Barrel. Auch den habe ich ähnlich angegriffen. Und da kann man einfach mal sehen, wie unterbewusst das Ganze auch passiert. Gerade bei Anfängern, auch die greifen meistens die Dart Barrels mit drei Fingern an.
manche auch gerne mal mit 4. Auf jeden Fall ist die Drei-Finger-Variante eine sehr geeignete. Man hat genug Kontrolle, würde ich mal sagen, am Dart Barrel. Deutlich mehr zumindest als bei der Zwei-Finger-Haltung. Und es ist eine Fingerhaltung, die einem auch sehr gut liegt, so von Natur aus. Man sollte natürlich auch mal andere Fingerhaltungen ausprobieren, so mit der Zeit, einfach nur um mal so ein bisschen zu gucken, was geht denn noch theoretisch, wenn ich meine Finger mal irgendwie anders positioniere oder wenn ich einfach mal einen Finger komplett weglasse oder vielleicht noch einen mit dazu nehme und vielleicht mit zur Kontrolle mit auf die Spitze lege. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal variieren und mit der Zeit werdet ihr dann selber auch ein bisschen herausfinden, was da besser zu euch passt. So, jetzt kommen wir aber zur 4-Finger-Variante. So, bei der 4-Finger-Variante ist das tatsächlich eine Variante, die gerade für Anfänger sehr gut geeignet sein kann, weil man hat halt einfach sehr viel Kontrolle. Man nimmt jetzt sozusagen noch einen Finger mehr hinzu, nämlich den Ringfinger in dem Fall, der einfach noch zur Unterstützung mit aufgelegt wird. Kann zum Beispiel auch hinten hier vorne auf der Spitze liegen. Gibt, wie gesagt, da 1000 verschiedene Möglichkeiten, wie man dann am Ende auch die Finger am Barrel platziert. Wie gesagt, das kommt dann nochmal in einem gesonderten Video. Aber an sich ist das, sage ich mal, eine gute Möglichkeit, gerade für Anfänger, sich so ein bisschen heranzutasten. Einfach mal die 4 Finger zum Einsatz zu nehmen. Gibt es auch bei gewissen Profi-Dartspielern, ja, also so ist es ja nicht, dass die jetzt nur für Anfänger ist. Auch das muss einfach jeder für sich herausfinden. Und am Ende könnt ihr diese auch dann perfekt in euren Ablauf, in euren Bewegungs- und Wurfablauf integrieren. Wer vielleicht dann auch irgendwann mal runtergeht von der 4-Dart-Variante zur 3-Dart-Variante, der wird dann auch merken, okay, ich habe einen Finger weniger dran, habe vielleicht ein bisschen weniger Kontrolle, aber dadurch einfach eine deutlich bessere Präzision. Und da könnt ihr dann einfach runtergehen zur 3-Finger-Variante, solltet ihr aber selber ein bisschen für euch herausfinden, was da am besten für euch ist. Und jetzt kommen wir zur letzten, nämlich zur Handfinger-Variante. So, die Handvariante, die sieht natürlich nicht so aus, sondern man nimmt tatsächlich all seine Finger, legt sie auf den Barrel und hat somit wirklich fast gar keinen Platz mehr für sonst irgendwas anderes. Ich muss teilweise den Zeigefinger auf den Schaft legen, damit ich überhaupt diesen Barrel noch so greifen kann. Also es ist, sage ich mal, eine sehr ungewöhnliche Fingerhaltung bzw. Fingervariante, weil man wirklich alle 5 Finger im Einsatz hat. Es gibt tatsächlich Spieler, die kommen damit sehr gut zurecht. Ich hatte selber mal einen auf einem Turnier, wo ich mich beim Warmmachen mir so gedacht habe, ja, also wie der seine Darts wirft, so, das kann ja nicht gut gehen, so, das ist heute easy. Naja, er hat mich am Ende eines Besseren belehrt, also ihr solltet da schon ein bisschen die Leute nicht unterschätzen. Es gibt welche, die kommen damit wunderbar klar. Vielleicht muss man einfach in diese Dart-Fingerhaltung reingeboren werden mit den fünf Fingern. Oder halt auch als Handvariante bezeichnet. Genau, ist für Anfänger jetzt auch nicht unbedingt empfehlenswert, weil ich glaube, das kann auch teilweise ein bisschen irritieren. Müsst ihr einfach selber mal herausfinden. Probiert es doch einfach mal aus vorm Oki. Schickt uns ein paar Bilder, wie das bei euch aussieht. Gerne per Instagram zum Beispiel, da könnt ihr uns auch abonnieren. Oder einfach per Facebook oder per E-Mail. Oder ihr könnt es natürlich auch gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Generell, wenn ihr jetzt zum Beispiel Anregungen habt, okay, Tim, erklär doch mal was zur Dart-Fingerhaltung, wie man jetzt zum Beispiel gerade auf der Spitze seinen Finger ablegen kann, warum das überhaupt Sinn macht, welche Spieler das machen, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten lasst uns ein Like da, lasst uns auch natürlich ein Abo da. Wir bringen jede Woche mindestens ein Video rund um den Dartsport raus, sei es jetzt hilfreiche Tipps und Tricks, rund um die bunte Welt des Darts-Zirkus, um euch auch besser zu machen. Wir stellen euch regelmäßig Produkte vor. Wir haben natürlich auch den geilsten Darts-Podcast, also Darts, der geilste Sport der Welt, so heißt der. Gibt es bei Spotify und iTunes und hier auch bei YouTube. Da auch gerne mal reinhören, kann man wunderbar während dem Training hören. Und ansonsten macht die Glocke an, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn wir ein neues Video rausgehauen haben. Und ansonsten macht's gut und ich trainiere jetzt hier mal weiter, mal probieren, ob die Handvariante mal besser klappt. Ciao, ciao.